Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochwürdiger, lieber Mitbruder, meine lieben Gläubigen, wir feiern am Beginn des Monats Mai den heiligen Josef. Und in diesem Jahr, das eben ein Jubiläumsjahr des heiligen Josef ist, begehen wir besonders auch seinen Titel als Schutzpatron der heiligen Kirche in besonderer Feierlichkeit. Ja, der heilige Josef ist der Schutzpatron der heiligen katholischen Kirche. Vor 150 Jahren hat Papst Pius IX den heiligen Josef zum Schutzpatron der Kirche proklamiert. Eben in einer Zeit voller Bedrängnis, in einer Zeit, wo eben erst der Kirchenstaat verloren gegangen war, der dem Papst und der eben der Kirchenleitung in Rom eine besondere Freiheit gewährt hat. Diese Freiheit ist verloren gegangen, eben in diesem schrecklichen Jahr 1870 für die Kirche. Pius IX. Hat damals gesagt, jetzt ist alles aus. Er war eben dermaßen bedrückt, dass er nur schwer in die Zukunft blicken konnte. Und schließlich hat er sich an den heiligen Josef gewandt, hat den heiligen Josef zum Schutzpatron der ganzen heiligen Kirche erhoben. Der heilige Josef führt uns direkt zu Maria und durch Maria zur Quelle aller Heiligkeit, zu Jesus, dem Sohn Gottes, der eben durch seinen Gehorsam Josef und Maria gegenüber die Tugenden der Familie besonders geheiligt hat und uns eben als Vorbild da vorgehalten hat, wie wir diese Tugenden in der Familie leben sollen. Und das müssen wir vor Augen haben, beides. Den heiligen Josef als Schutzpatron der Kirche, den heiligen Josef eben als den Nährvater Jesu, als den Beschützer der heiligen Familie. Beides gehört untrennbar zusammen. Wir haben in den letzten Tagen unsere schöne Josefskapelle im Schlosspark wieder hergerichtet, festlich geschmückt. Gehen wir in diesem besonderen Jubiläumsjahr oft in diese Kapelle, um dort zu beten, um gerade auch für die heilige Kirche zu beten, um gerade auch für die heilige Kirche in dieser Zeit der Bedrängnis eine Kerze anzuzünden und wenigstens ein Stoßgebet zu beten. Die Kirche ist in Bedrängnis, so wie auch viele Familien und viele Einzelne in ärgster Bedrängnis sind. Der Ausweg ist immer, war immer, ist heute und wird immer sein, die Zuflucht zum Himmel, die Zuflucht zum Heiland, die Zuflucht zur Gottesmutter, aber eben auch in besonderer Weise zum heiligen Josef. Papst Leo XIII. Sagte einmal, wir sehen, wie bei den meisten Menschen die Grundlage aller christlichen Tugenden, der Glaube, verschwindet, wie die heilige Liebe erkaltet, wie eine durch schlechte Sitten und falsche Anschauungen verführte und verdorbene Jugend heranwächst. Wie viel deutlicher können wir das heute auch noch sagen, nach weit über 100 Jahren? Der Glaube ist geschwunden in unseren Breiten und überall. Die Liebe ist erkaltet. Die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Wie fürchterlich gehen die Leute oft miteinander um. Was für ein Mangel an Feinfühligkeit überall. Der heilige Josef, der war ganz anders. Der heilige Josef, vir Justus, wie uns die Heilige Schrift berichtet, er war gerecht. Und das bedeutet in der Sprache der Heiligen Schrift immer, er war heilig. Er war vollkommen
in allen Tugenden. Wie anders war es bei ihm? Er war sicher der Feinfühligste im Umgang mit den Nächsten, im Umgang mit der allerseligsten Jungfrau Maria, im Umgang mit dem Jesuskind. Der heutige Tag lässt aber auch ein kleines Licht blicken auf einen besonderen Aspekt im Leben des heiligen Josef, nämlich auf die Arbeit, auf die berufliche Arbeit, die auch bei ihm im Mittelpunkt seines Alltags stand. Auch wir verbringen viele, viele Stunden des Tages bei unserer beruflichen Arbeit. Und die berufliche Arbeit, die Erfüllung letztlich aller Standespflichten, das ist nichts Unbedeutendes für uns Christen. Das ist der Ort, wo wir uns gerade einüben sollen in die christlichen Tugenden. Der Ort, wo wir dann und wann auch heroisch agieren müssen. Wo wir immer auch in der Gottesliebe und in der Nächstenliebe wachsen können. Wir beginnen am 1. Mai, eben den Marienmonat Mai, wo wir hoffentlich näher zur Gottesmutter auch gelangen, in unserer Liebe zu ihr wachsen. Josef, der heilige Josef, führt uns zur allerseligsten Jungfrau Maria hin. Halten wir unsere Maiandacht. Dazu darf ich Sie einladen und dazu möchte ich Sie aufrufen. Wir werden es hier in Jeithof auch halten, an den Wochentagen, das Allerheiligste jeden Tag aussetzen, den Rosenkranz beten, eine Andacht halten, Marienlieder singen, um eben die Gottesmutter in besonderer Weise zu feiern. Das haben wir notwendig, damit die erkaltete Liebe schwindet, damit der Glaube erstarkt, wächst. Das ist es, was wir notwendig haben. Und dazu wird uns die Mainkönigin in diesem schönen Monat gewiss helfen und gewiss auch so manche Gnaden schenken. Und in dieser Gesinnung wollen wir heute auch unsere erste Maiwallfahrt verrichten nach Maria Bründel. Wir wollen alle Anliegen, alle persönlichen Anliegen zur Gottesmutter tragen. Aber wir wollen auch mit einem großen Herzen, mit einem katholischen Herzen diese Wallfahrt gehen und die Anliegen der ganzen heiligen Kirche zur Gottesmutter hinbringen. Das ist notwendig. Das ist sehr notwendig in dieser Zeit. Der heilige Bernhardin von Siena betrachtete in einer seiner Schriften ausführlich die wahre Ehe des heiligen Josef mit der Gottesmutter als die Grundlage für alle seine Auszeichnungen, Gnaden und Tugenden. Und so wird er als der Reinste in der Jungfräulichkeit, der Tiefste in der Demut, der Glühendste in der Gottesliebe, der Höchste in der Betrachtung, der Sorgsamste für das Wohl aller, ganz nach der Art seiner jungfräulichen Braut bezeichnet. Also der heilige Josef ist für uns, für die Entfaltung unseres geistlichen Lebens, das Vorbild schlechthin. Darum gehen wir zum heiligen Josef. Ite ad Josef, ite ad Josef. Das gilt auch für jeden von uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.